Was erwartet Sie euch jetzt hier? Nun, ich habe mir gedacht, heute Nachmittag war schon Stadtratssitzung. Als Ausgleich nehme ich euch jetzt mal mit auf die Vorstellung einer Bergtour. Eine Bergtour, ja, genau. Nichts Geringeres als das möchte ich jetzt im Folgenden tun, mit euch gemeinsam aufbrechen. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, ob ihr euch doch in der Veranstaltung geirrt habt und vielleicht doch lieber zur Ausstellungseröffnung in die Kaiserpfalz gehen würdet, nein, ist halt schon richtig, denn eigentlich werbe ich um euer Vertrauen, mich ins Rennen zu schicken für die Wahl nächstes Jahr im März, für die Wahl zur Oberbürgermeisterin dieser Stadt. Und dieses Vorhaben lässt sich doch ganz gut vergleichen mit einer Bergtour. Was braucht es für eine Bergtour? Natürlich zunächst ein Ziel. Wohin soll es gehen? Und wenn das klar ist, die Frage, mit wem gehe ich dorthin, mit wem gehen wir dorthin? Wenn das auch geklärt ist, stellen wir uns die Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, genau dorthin aufzubrechen? Und dann kümmern wir uns um die Ausrüstung und um die Ausarbeitung der Tour. Noch einmal zu sagen, es geht nicht darum, alleine auf den Berg zu gehen. Wer schon mal eine größere Bergtour gemacht hat, der weiß, alleine ist das nicht so gut. In der Gruppe ist es wesentlich sicherer und macht auch deutlich mehr Spaß. Wenn wir uns um die Ausrüstung kümmern und dann die Route ausarbeiten, Karten studieren, Etappenziele festlegen und dann natürlich die Fitness und die Ausdauer trainieren, dann möchte ich schon sagen, das, was wir vorhaben, wird kein Spaziergang. Das, was wir vorhaben, wird eine echte Herausforderung, wird eine Bergtour, wo es darum geht, viele Höhenmeter zu meistern und ein ganzes Stück Strecke zu absolvieren. Das Ziel unserer Bergtour ist klar. 15. März 2020, ganz Bayern wählt die Kommunalwahlen und auch in Forchheim wird gewählt, es wird ein neuer Stadtrat gewählt und eine neue Oberbürgermeisterin. Ja, eine neue Oberbürgermeisterin, ihr habt es gemerkt. Verständlichkeit habe ich hier gerade auf die männliche Formulierung verzichtet. Also eine neue Oberbürgermeisterin und ja, ich bin bereit dazu. Aber um es gleich deutlich zu sagen und auch im Bild der Bergtour zu bleiben, der Gipfel allein ist nicht das Ziel. Es geht nicht darum, dass ich die erste Oberbürgermeisterin Forchheims werde aus Ende Schluss. Nein, es geht darum, von dort oben ganz, ganz viel zu verändern. Dort oben gibt es ganz, ganz viel zu tun. Ich möchte Oberbürgermeisterin von Forchheim werden, weil es darum geht, mehr Verantwortung für das Ganze zu übernehmen, Forchheims hohe Lebensqualität zu erhalten und weiter auszubauen, mehr Menschen daran teilhaben zu lassen. Logisch. Aber natürlich vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen, das zu tun, aber nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten zukünftiger Generationen. Es geht tatsächlich um die Verantwortung. Das ist meine Motivation und mein Ansporn und ich möchte euch gerne erklären, was ich damit meine. Morgen um 12 Uhr werden wir wieder gemeinsam mit der Fridays for Future Bewegung auf die Straße gehen und wirksame, echte Taten einfordern, statt nur Lippenbekenntnisse und Ankündigungen für den Klimaschutz. Global denken und lokal handeln, eine meiner tiefsten Überzeugungen, denn ich bin wirklich der Überzeugung, dass jeder und jede für seine nächste Umgebung Verantwortung übernehmen muss, vor der eigenen Haustür kehren muss, die Verantwortung nicht abschieben darf auf andere oder das eigene Tun kleinreden und immer sagen, sich rausreden dabei auch, das, was wir hier tun, das alleine nützt doch nichts oder das reicht nichts. Nein, global denken, lokal handeln, selber Verantwortung übernehmen. Das heißt, bezogen auf den Klimaschutz, und ich möchte im Folgenden auf ein paar Themen der Stadtpolitik eingehen, bezogen auf den Klimaschutz heißt das natürlich, dass die Stadt Verantwortung dafür trägt, wie sie ihre Gebäude beheizt, welche Energie sie nutzt, dass sie die Gebäude endlich energetisch saniert, dass die Gebäude gedämmt werden, regenerative Energien verbraucht werden, möglichst wenig davon, dass sparsam gewirtschaftet wird, PV-Anlagen auf die Dächer gebaut wird. Ich erzähle euch da nichts Neues. Das sind alles Forderungen von uns, die wir schon sehr, sehr lange haben und trotzdem gibt es dabei noch so viel zu tun. Immerhin ist es uns in der Stadt und im Landkreis schon viel früher gelungen, die Liegenschaften mit Ökostrom zu versorgen. In der Stadt Forchheim ist es das Ökostromprodukt der Stadtwerke Forchheim. Immerhin das ist uns gelungen. Die Stadtwerke, natürlich ist eine Stadt dafür verantwortlich, welchen Energienutz die eigenen Stadtwerke anbieten und verkaufen. Und die Stadt kann dafür werben, dass sich die Forchheimerinnen und Forchheimer klimafreundlich verhalten. Auf dem Weg zur Klimaneutralität, wo wir dringend hin müssen, gibt es noch irre viel zu tun.
gibt es in Feuchheim noch ganz viel zu tun, und zwar sofort. Etzadler, wie das in Feuchheim bei Fridays for Future so schön heißt. Irre viel zu tun gibt es auch im Bereich Verkehr. Verkehrswende und Klimaschutz sind zwei Themen, die untrennbar miteinander verbunden sind. Das eine ohne das andere geht nicht. Feuchheim ist eine wachsende Stadt und das bedeutet natürlich auch mehr Verkehrsbewegungen im Bereich Lieferverkehr, Schwerlastverkehr, aber natürlich auch jede und jeder Einzelne von uns bringt früh die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule, fährt in die Arbeit, anschließend zum Sport. Wir müssen einkaufen gehen, zum Arzt fahren, gehen am Wochenende vielleicht mal ein Eis essen oder besuchen Freunde und Verwandte. Der ganz normale Alltag eben. Aber es muss ja nicht ganz normal sein auf die Dauer, dass jeder und jede dafür immer ins Auto steigt. Nein. Ganz viele tun es jetzt schon, nutzen das Fahrrad, gehen mal ein Stück zu Fuß oder steigen in den Stadtbus. Aber da geht noch wesentlich mehr und da muss sich noch wesentlich mehr ändern. Sichere Fahrradwege, abgesenkte Bordsteige, Ampelschaltungen, die uns nicht täglich mehrmals fluchen lassen oder tatsächlich in Gefahr bringen. Als Oberbürgermeisterin würde ich mich dafür verantwortlich fühlen, dass diese Missstände möglichst schnell abgearbeitet werden. Im direkten Zuständigkeitsbereich der Stadt sind viele oder aber eben in Zusammenarbeit mit den zu jeweiligen Straßenbaulastträgern. Echte Verbesserungen müssen her, bei Fahrradwegen, Kreuzungen, Abstellplätzen für Fahrräder müssen geplant und gebaut werden. Ganz, ganz viel, was es hier zu tun gibt. Radfahrerinnen und Radfahrer brauchen endlich mehr Raum auf den Straßen in Feuchheim. Und es muss ganz, ganz selbstverständlich werden und cool und sicher mit dem eigenen Fahrrad von A nach B und C und wieder zurückzufahren in Feuchheim. Und zwar ohne Parkplatzsuche, ohne Parkschein, klimafreundlich und leise, viel mehr Lebensqualität für viele. Dass aber nicht alle aufs Fahrrad umsteigen können, ist auch klar. Deswegen brauchen wir einen attraktiven Busverkehr in der Stadt. Stichwort Busverkehr, 2021 wird das, was in Feuchheim an Bussen fährt, wie es fährt, in welchem Takt, in welchen Linien, wohin die Busse fahren, wird neu ausgeschrieben und ab 2022 fährt dann dieses neue Angebot, macht uns in Feuchheim mobil mit dem Bus. Das heißt, wir müssen uns jetzt hinsetzen und jetzt definieren, welches Angebot wollen wir für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, müssen anfangen zu planen. Wir Grünen haben im Stadtrat dazu einen Antrag eingereicht, dass sich wirklich jetzt hingesetzt wird und vorgeplant wird, bevor die Busse abfahren im wahrsten Sinne des Wortes und halt einfach das bestellt wird, was wir bisher haben. Wir wollen echte Verbesserungen, zum Beispiel einen 20-Minuten-Takt. Wir wollen ein attraktives Liniensystem, was viel mehr Menschen an die Busse, zu den Bussen bringt und wieder zurück in ihre Wohngebiete. Als Beispiel der Feuchheimer Osten. Natürlich muss es schon darum gehen, dass der Bus nicht nur unten langfährt auf der Bayreuther Straße, sondern auch angepasste Fahrzeuge natürlich, die besser durchpassen, auch die Wohngebiete an den Hängen erschließen und erreichen. Die Pendlerinnen und Pendler, die dann zum Zug wollen und nachher vom Zug wieder mit dem Bus nach Hause, müssen wirklich in der Lage sein, dass sie den Regionalexpress nutzen und dann auch den Bus erwischen auf dem Heimweg und früh genauso, dass sie, wenn sie mit dem Bus am Bahnhof ankommen, nicht gerade der Zug ihnen vor der Nase wegfährt. All das gehört bearbeitet, gehört verbessert. Und da ist viel Arbeit gefragt und in diesem Bereich und bei vielen anderen Themen auch viel Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Das kann die Stadt Feuchheim nicht alleine, sondern nur in der Zusammenarbeit. Und hier, wie bei vielen Themen, heißt es, nur miteinander kann es gehen und miteinander kann es gut werden. Als ehemaliges Kreistagsmitglied weiß ich aber auch und ist mir sehr wohl bewusst, dass jede der 29 Landkreisgemeinden ihre eigenen Themen hat, ihre eigenen Anliegen, ihre eigenen Bedürfnisse, dass es im Kreistag darauf auch ankommt, einen Ausgleich zu schaffen und letztendlich aber auch darauf ankommt, den Landkreis als Ganzes zu betrachten und dafür das Beste zu wollen und zu erreichen. Und im Landkreis ist es so, aber in unserer Stadt kennen wir das natürlich auch. Feuchheim ist ja nicht nur einfach Feuchheim. Feuchheim ist ja Burg, Bogenhofen, Kersbach, Feuchheim, Feuchheim, Nord, Zellbach, Siegfriedsau und Reuth. Und jeder Stadtteil hat seinen eigenen Hintergrund, seine eigenen Besonderheiten, seine eigene Tradition, sein eigenes Stadtteilleben und natürlich seine eigenen speziellen Bedarfe. Ob das jetzt Schule, Feuerwehr, Nahversorgung oder Stadtteiltreff sind, die Lebensqualität in den Stadtteilen zu stärken und die Lebensqualität dort auch zu erhalten, ist wichtig. Im Hintergrund dessen, dass sich die Stadt Feuchheim ja zum Oberzentrum entwickelt hat, denke ich, hat die Lebensqualität in den einzelnen Stadtteilen auch an Bedeutung gewonnen. Denn Nachbarschaft und sozialer Zusammenhalt findet dort statt, wo die Menschen wohnen
Und wenn es in den Stadtteilen nicht funktioniert, wie soll es dann in einer ganzen Stadt funktionieren? Das Ganze im Blick zu haben, ja. Ihr habt schon gemerkt, das ist mein Thema. Als Bioökologin bin ich es gewohnt, in Zusammenhängen zu denken und zu arbeiten. Nicht nur jeweils die Spezialdisziplinen mir anzuschauen, die Biologie, die Geologie, die Bodenphysik oder auch andere Bereiche, sondern eben alle Aspekte, die wichtig sind dafür, dass ein Ökosystem funktioniert, sich anzuschauen, welche Wechselwirkungen gibt es, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, wie wirkt das eine auf das andere und was passiert noch, und welches Ökosystem gibt es dann. Übertragen auf die Kommunalpolitik heißt das, und das möchte ich gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Zum Beispiel haben wir eine Firma, eine ansiedlungswillige Firma oder eine Firma, die umsiedeln muss oder will. Und wir haben jemanden, der eine Fläche anbietet. So, dann funktioniert es ganz oft so, dass man sagt, okay, da ist die Firma, da ist die Fläche, wunderbar, Fall gelöst, Thema erledigt. Ihr könnt euch denken, was ich meine, wir haben es aktuell erlebt im Falle der Biber-Umsiedlung. So einfach ist es dann eben aber auch nicht. Ich finde, eine umfassende und verantwortungsvolle Planung schaut zunächst natürlich, was steht im Flächennutzungsplan, was steht im Landschaftsplan, welche Verkehrsströme würde diese Umsiedlung auslösen an dieser Fläche, welche Nachbarinnen und Nachbarn sind betroffen und was könnte noch relevant sein, zum Beispiel das Landschaftsbild oder das neue Wasserschutzgebiet oder auch Aspekte, die wir noch gar nicht betrachtet haben. Und ich denke, es ist dann Aufgabe, auch einer Oberbürgermeisterin, diese Fakten abzuchecken und nach dem ersten abzuchecken auch ein Gespür zu entwickeln. Kann ich diese Fläche tatsächlich der Firma anbieten und bringe ich diese Fläche wirklich ins Verfahren und lasse sie abnicken? Nein, liebe Leute, nicht jede Fläche, die einfach so da liegt, muss wirtschaftlich bespielt werden, darf wirtschaftlich bespielt werden. Ökologisch wertvolle Flächen gilt es zu schützen, zu erhalten, und zwar für uns und für unsere Nachwelt. Eine alternative Fläche für die Biber ist bislang noch nicht gefunden. Und die Gewerbeflächen in Feuchern werden mittlerweile rar, sind begrenzt. Cleveres Flächenmanagement ist gefragt und vielleicht auch mal durchaus neue Ansätze. Für kleine und mittelständische Betriebe hat die Stadt aber noch ein Gewerbegebiet, ein künftiges im Feuchheimer Norden, das derzeit entwickelt wird, das wir auch mit unterstützen und wo wir Anfang des Jahres wirksam Druck gemacht wird, dass hier endlich weiter geplant wird, um eben diesen kleinen und mittelständischen Betrieben, in diesem Fall nicht den Global Playern, sondern den kleinen Betrieben auch Entwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können. Der Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik lag in den letzten 20 Jahren und auch damit auch der Stadtplanung auf großen Projekten, auf Gewerbeansiedlungen, hauptsächlich im Süden. Dabei ist Feuchern gewachsen, hat sehr viel Fläche verbraucht, ich habe es gesagt, hat aber natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen und neue Menschen nach Feuchern gelockt. Das hat der Stadt neues Leben gebracht, Schwung gebracht. Da stecken ganz viele Chancen drin, aber das stellt uns natürlich auch vor große Herausforderungen, nicht nur im Bereich Flächenverbrauch. Das Ganze im Blick zu haben, heißt natürlich auch, die sozialen Fragen zu betrachten. Zu wissen, dass es trotz des Wohlstands und der Lebensqualität, die wir hier in Feuchheim haben, auch Menschen gibt, Feuchheimerinnen und Feuchheimer gibt, denen es nicht so gut geht und die nicht teilhaben können an diesem Wohlstand und an der hohen Lebensqualität. Die Teilhabe an gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten, die Integration zu uns Geflüchteter oder auch Menschen, die schon in der zweiten und dritten Generation hier leben, aber aus anderen Kulturen kommen, und natürlich der hohe Bedarf an bezahlbaren Wohnungen, das sind hier ganz wichtige Themen, allerdings nur ein Ausschnitt der Themen, die hier zu benennen werden. Ich greife das Thema bezahlbarer Wohnraum heraus. Anfang oder Mitte des Jahres, genauer gesagt im Juni 2019, waren 649 Bewerbungen bei den städtischen Wohnungsbaugenossenschaften da, von Leuten, Menschen, die eine bezahlbare Wohnung gesucht haben. 649 Bewerbungen, dahinter stecken Menschen, Familien, die dringend eine Wohnung brauchen, und nun ist der kommunale Wohnungsbau gleichermaßen dringend notwendig, wie schwierig. Feuchheim hat da, wie viele Städte, Nachholbedarf, und schwierig deshalb, weil es natürlich häufig an geeigneten Grundstücken fehlt, Grundstücken in der öffentlichen Hand, wo die Stadt selbst etwas unternehmen könnte und selbst Wohnungen bauen könnte, die eben bezahlbar sind. Von den Wohnungsbau- und Sanierung, von der Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft, der WBS, wurden trotzdem Ansätze aufgezeigt und wurde uns auch wirklich diktiert, mehr oder weniger, dass wir hier was tun müssen, dass wir womöglich Flächen kaufen müssen, erwerben müssen, um selber in die Lage versetzt zu werden, zu bauen, oder dass dann die GWS für die Stadt baut.
dass es darum geht, womöglich mehr in die Höhe zu bauen, Fördermittel, Förderprogramme abzuzapfen. Und natürlich, dass es darum geht, große Bauträger, die auch große Bauvorhaben realisieren, wirklich konsequent in die Pflicht zu nehmen, ein Drittel dieser Wohnungen dann als bezahlbaren Wohnraum herzustellen. Vorausschauende Planung und Investieren ist hier wichtig beim bezahlbaren Wohnraum, wie auch zum Beispiel beim Thema Kindertagesstätten und den nötigen Schulerweiterungsbauten in der Stadt. Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres, jetzt im September, fehlen 80 Kindergartenplätze in der Stadt und weitere etwa 80 Plätze für kleinere Kinder als im Krippenbereich. 80-80, das sind wieder zwei Zahlen, dahinter stecken aber Familien, Eltern, die jetzt vor große Probleme gestellt sind, die in die Stadt Forchheim gezogen sind, weil sie gedacht haben, sie finden hier einen Betreuungsplatz und jetzt schauen müssen, wie sie es schaffen, wieder in den Beruf einzusteigen oder ihre Stunden aufzustocken. Die vielleicht nicht das soziale Netzwerk haben oder die Familie am Ort, dass sie Unterstützung bekommen, als sie wirklich ein Problem haben. Wer Wohngebiet um Wohngebiet ausweist und gleichzeitig nicht dafür sorgt, dass Flächen da sind, wo auch mal eine neue Kindertagesstätte gebaut werden könnte und die nötigen Kindertagesstätten baut, der hat etwas ganz Zentrales übersehen, vergessen. Wer dann in dieser Notsituation, möchte ich schon sagen, wo dringend Plätze gesucht werden, aber auf öffentliche Bolzplätze und Grünflächen zurückgreifen will, um dort möglichst schnell eine Kindertagesstätte zu bauen, der übersieht wieder Wesentliches. Und das ärgert mich. Und da denke ich, ist es schon so, dass es natürlich oft Zeit kostet, nach Alternativen zu suchen. Aber mein Anspruch und meine Hartnäckigkeit haben mir auch oft gezeigt, dass es sich lohnt und dass es bessere Lösungen gibt, wenn es nur gewollt ist, danach zu suchen. Forchheim hat sich enorm gewandelt, geöffnet und vor allem wirtschaftlich entwickelt in den letzten Jahren. Gleichzeitig hat Forchheim mit seiner historischen Altstadt einen unverwechselbaren Charme. Die engen Gassen, die Fachwerkhäuser, die Brücken über die Wiesen, all das macht unsere Innenstadt so liebens- und lebenswert. Damit unsere Innenstadt aber auch weiterhin so bleibt, gilt es auch hier eine große Verantwortung wahrzunehmen, und zwar die Verantwortung für die bauliche Seele unserer Stadt. Die Verantwortung für die historischen Gebäude, unsere Postkartenansichten. Fast alle dieser Gebäude sind sanierungsbedürftig, bräuchten auch dringend eine energetische Sanierung, soweit das eben in Anbetracht des Denkmalschutzes möglich ist. Nicht einfach, auch finanziell natürlich eine große und langwierige Aufgabe, wo so mancher dann ans Verkaufen denkt und das auch laut sagt. Und ich muss sagen, wenn jemand an Verkaufen statt Sanieren denkt, was unsere historischen Gebäude in der Innenstadt angeht, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf. Wer, wenn denn nicht die Stadt selbst, soll für den Erhalt und die Belebung dieser Gebäude mitten in unserem Kern denn sorgen? Wer, wenn nicht die Stadt selbst? Viele Leerstände in der Innenstadt und den Wandel im Einkaufsverhalten von den Menschen zu beklagen, ist das eine. Attraktive Feste in der Innenstadt zu organisieren, ist wichtig und richtig. Aber gleichzeitig muss die Stadt eben auch baulich dafür sorgen, dass Menschen nach wie vor gerne in die Innenstadt kommen und sich in der Innenstadt aufhalten. Zum Beispiel in unsere Hornschuhallee, dass sie endlich ihren Namen wieder verdient, dass Familien gerne dorthin kommen zum Einkaufen, zum Bummeln, zum Verweilen. Dass auch der Paradeplatz endlich wieder zum Verweilen einlädt, auch in einem heißen Sommer. Momentan bietet er null Schatten. Die Aufwertung der Innenstadt und die Straßenplätze wurden und der Straßenplätze, das wurde lange hintangestellt zugunsten anderer, größerer Projekte, vor allem auch wieder dem Wachstum unserer Stadt im Süden. Der Sanierungsstau in der Innenstadt ist offensichtlich geworden, muss aber endlich ein Ende haben. Der Paradeplatz, die Hornschuhallee, Verkehrskonzept, Aufwertung der Straßen und Plätze, der Parks und mehr schattenspendende Bäume in der Stadt. Die Liste ist lang, aber die finanzielle Situation momentan ist kein Grund mehr, das weiter aufzuschieben. Mittlerweile ist es so, dass wir da nicht mehr länger damit warten müssen. Bremsen raus und los! Natürlich braucht auch das eine gute Vorplanung, Absprache mit den Händlerinnen und Händlern, eine funktionierende Baustellenkoordination und eine positive Öffentlichkeitsarbeit, die für die Baumaßnahmen wirbt. Wer viel verändern will, braucht ein gutes Gespür für die Akteurinnen und Akteure, für die Betroffenen. Gute Kommunikation ist die Voraussetzung dafür, dass möglichst viele mitgenommen werden. Gespür und Kommunikation, ich denke, das sind zwei Schlüssel,
die ganz vieles zum Positiven verändern können. Allerdings, wenn sie fehlen, kann es auch viel Frust, viel Enttäuschung bedeuten, viel vergeudete Zeit und Energie. Ein Aktiver des Jungen Theaters hat einmal stöhnend den Satz geprägt: Wie oft sollen wir eigentlich das Junge Theater noch retten? Dieser Satz steht sinnbildlich für den wahnsinnig langen Atem, den Kulturschaffende in unserer Stadt Forchheim brauchen. Nun muss das Junge Theater zum Glück 2019 nicht mehr gerettet werden. Die Finanzierung ist gesichert, ja. Aber was schon fast gerettet werden muss, fürchte ich, ist die Aufbruchstimmung, die der Kulturpuls im Kolpinghaus und auch der Kulturentwicklungsplan erzeugt haben. Der Kulturentwicklungsplan wurde erarbeitet unter Beteiligung ganz vieler engagierter Kulturschaffender, aber auch der Öffentlichkeit mit ganz viel Kreativität und Power. Jetzt, Monate später, haben wir immer noch kein Kulturreferat, obwohl es für April versprochen war. Und hinter den Kulissen wird immer noch um ein Betreibermodell für das Kolpinghaus, für das Kulturzentrum Kolpinghaus gerungen, bisher ohne Ergebnis. Warum? Weil das Gespür dafür fehlt, was die ehrenamtlich Aktiven, die Ehrenamtlichen, ich möchte es jetzt hier an der Stelle Expertinnen und Experten nennen, was sie zu leisten imstande sind, was sie formulieren, was sie sich vorstellen, was sie brauchen. Und weil nicht auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird und man ja nichts riskieren will. Aber wer etwas verändern will, der braucht natürlich auch Mut. Es gibt noch viele Themen, die mich umtreiben, die ich ansprechen müsste. Das würde aber den heutigen Abend sprengen. Denn sicher fragt sich der eine oder die andere unter euch, kann die da vorne steht und jetzt schon ein bisschen länger redet, kann die das überhaupt? Ist die gut ausgerüstet für die Bergtour, gut vorbereitet? Kann die Oberbürgermeisterin? Ja. Ja. Zu bleiben. Auf Bergtouren waren mir noch nie die Stempel wichtig, die ich mir auf den Hütten hätte abholen können. Auch dieses Jahr, die Königsetappe, Nico, wir sind sie zusammen gelaufen in der Ramsau am Dachstein und zwar an einem Tag, nicht wie andere an dreien. Da gibt es ein Trikot dafür, auch das Trikot habe ich mir nicht abgeholt. Ich erinnere mich aber gut daran, wie wichtig die guten Bergschuhe waren, die wir zuvor in Forchheim gekauft hatten. Wie wichtig es war, dass wir rechtzeitig aufgebrochen sind, denn die Tour war lang. Die Wetter-Apps, die haben wir vorher angeschaut, ja. Aber die Lust auf den Berg zu gehen war größer als die Angst, das Wetter könnte umschlagen. Hat aber für mich bedeutet, ich hatte die Verantwortung. Ja, ich habe unterwegs das Wetter beobachtet, den Wirt auf der ersten Hütte befragt nach seiner Einschätzung, weil er ortskundig war. Die Wanderer, die uns entgegengekommen sind, habe sie nach ihrer Einschätzung, was das Wetter angeht, befragt, habe mich trotzdem von unserem Sohn weiterziehen lassen nach oben, obwohl es dann auch mal neblig wurde. Er sagte, geh mal weiter, schau mal bis zum Grat, auf der anderen Seite schaut es anders aus. Gut, ich habe mich mitziehen lassen und es war tatsächlich so. Auf der anderen Seite hat die Sonne geschienen. Ich hatte die Verantwortung, ich musste die Entscheidung treffen, habe dann irgendwann entschieden, okay, die Tour macht Sinn, wir gehen weiter, wir steuern das Ziel an, das wir uns vorgenommen haben. Und wir hatten das Ziel immer vor Augen und haben es aber gleichzeitig geschafft, die Blumen am Wegesrand zu bewundern, das Schöne links und rechts vom Weg zu sehen, die Aussicht immer wieder zu genießen. Oder auch die Pause am Bergsee und die Einkehr dann am Schluss auf der letzten Hütte. Was hat das jetzt alles wieder mit der Politik zu tun? Ich denke, genauso wie auch an der Bergtour kommt es in der Politik darauf an, Erfahrung mitzubringen und Urteilsvermögen. Fitness, Ausdauer, Power und auch Mut, Herausforderungen anzunehmen und etwas zu wagen. All das konnte ich in den letzten fast 24 Jahren, in denen ich jetzt im Stadtrat bin, und die Fraktion leite, reichlich trainieren, bin trotzdem nicht abgestumpft und habe immer noch Spaß dabei. Und seit ich denken kann, mache ich ganz, ganz vieles quasi immer gleichzeitig. Studium, Partnerschaft, Stadtrat, Promotion, Job, Familie, drei Kinder. Und das alles mit viel Einsatz und einem hohen Anspruch. Da heißt es managen können, Prioritäten setzen, flexibel bleiben, weil man ja oftmals auch spontan umplanen muss, sich Unterstützung suchen, wo nötig, und gelassen auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Sich auf das Tempo und die Anliegen derer, die mitgehen, einzulassen, sie tatsächlich mitzunehmen, anzuspornen, das erfordert manchmal viel Geduld und die Fähigkeit, sich selbst ein Stück weit zurücknehmen zu können. Kompromissfähigkeit, aber auch den Mut, Richtungen vorzugeben, auch mal klare Ansagen zu machen, die anderen davon zu überzeugen, mitzunehmen,
oder auch mal unbequeme Entscheidungen zu treffen, Aufgaben zu delegieren, tägliche Übungen, Übungen bei uns in der Firma, in der Fraktion oder auch in dem kleinen Familienbetrieb, den ich, glaube ich, mit meinem Mann ganz erfolgreich leite. Eine Oberbürgermeisterin muss viel können, unter anderem Richtungen aufzeigen, Wege beschreiben, ganz viel Detailarbeit. Aber niemand allein kann alles oder weiß alles selbst. Auf der Bergtour waren die Wetterexperten die Ortskundigen, der Wirt auf der Hütte oder die Wanderer, die schon länger unterwegs waren. Als Oberbürgermeisterin wäre ich angewiesen auf die Expertinnen und Experten der Stadtverwaltung, die täglich mit Bauvoranfragen beschäftigt sind, für den Bauunterhalt zuständig sind, für das Königsbad, die offene Jugendarbeit machen, die Steuereinnahmen verwalten, für Fördermittel zuständig sind, Veranstaltungsmanagement machen oder kontinuierlich den Kontakt zu den Kindertagesstätten, den Schulen oder den anderen Behörden, zum Beispiel im Landkreis oder den Behörden auf anderer Ebene halten. Eine spannende Frage in diesem Zusammenhang ist allerdings auch, ob das derzeit bei der Stadt beschäftigte Personal all die immer komplexer werdenden Aufgaben in unserer wachsenden Stadt auf Dauer noch bewältigen können wird. Oder ob man nicht an der einen oder anderen Stelle, im einen oder anderen Referat zusätzliches Personal brauchen wird, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist meine Einschätzung, ja, so wird es sein, dass wir maßvoll zusätzliches Personal brauchen werden. Schon allein deshalb, um die viele Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen und auch verantwortungsvoll mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt umzugehen. Und natürlich, damit wir zügig mit den anstehenden Aufgaben vorankommen. Auch Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen im Stadtrat sehen das mittlerweile so und äußern das auch. Der Stadtrat, auch so ein Thema. Ich bin lang genug dabei, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, dieses zeitraubende Ehrenamt wirklich ernsthaft auszuüben, etwas bewegen zu wollen, die Kolleginnen und Kollegen können es bestätigen, etwas bewegen zu wollen und dann aber von Seiten des Oberbürgermeisters als Teil der Verwaltung definiert zu werden, der eigentlich nichts selber zu wollen hat, nicht politisch zu sein hat oder eben auch als notwendiges, aber eigentlich störendes Übel behandelt zu werden. Meine Einstellung dazu ist, der Stadtrat, das sind 40 von den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten, 40 Menschen, alle mit einem eigenen Hintergrund aus verschiedenen Berufsgruppen, mit eigenen Vorstellungen und Ideen aus unterschiedlichen Parteien, ganz unterschiedlich in Vereinen, Verbänden und der Bevölkerung verankert und vernetzt. Und der Stadtrat hat die Entscheidungskompetenz für ganz vieles. Der Stadtrat ist wichtig. In den letzten Jahren entstand in der Öffentlichkeit oft der Eindruck, dass im Stadtrat nur Zwietracht und Streit herrscht. Und ja, die Zeit war schwierig. Teilweise gab es nervenaufreibende Auseinandersetzungen. Und die Außendarstellung war teilweise schlecht, negativ. Aber in den letzten Jahren habe ich auch erlebt, dass alte Gräben überwunden werden konnten, dass viel mehr miteinander über die Fraktionsgrenzen hinweg gesprochen wurde und teilweise sogar an Themen zusammengearbeitet wurde, Lösungen gesucht wurden für bestimmte Themen und zwar ernsthaft und ohne falsche Hintergedanken versucht wurde, nach den besten Lösungen zu suchen. Das war neu. Und manchen wenigen Stadträtinnen und Stadträten suspekt, im OB teilweise ein Dorn im Auge. Anstatt mit uns zu sprechen, die konstruktiven Kräfte an einen Tisch zu holen und von dem Engagement zu profitieren, wurden Verschwörungstheorien genährt und uns Unehrlichkeiten unterstellt. Ich selbst werde auch ganz viel dafür kritisiert, mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen zu sprechen oder gar zu arbeiten. Aber ich frage euch, wer etwas gestalten will und keine eigene Mehrheit hat, so wie wir ja auch im Stadtrat, wer weiß, dass Politik mit Menschen zu tun hat und von Menschen gemacht wird, der wird wohl mit diesen Menschen sprechen müssen. Besser ist es. Nicht nur mein Wunsch wäre es deshalb, und ich würde es als meinen Auftrag als Oberbürgermeisterin ansehen, dass im Stadtrat wie in der ganzen Stadt nicht gegenseitiges Misstrauen herrscht, sondern ein Klima der Offenheit, des respektvollen Austausches von Meinungen und Ideen. Dabei gehört das Suchen und manchmal natürlich auch Ringen um die besten Lösungen dazu. Und es gehört auch dazu, natürlich die nötigen politischen Mehrheiten zu organisieren. Und wo, wenn nicht auf lokaler Ebene, wo, wenn nicht in einer Stadt wie Feuchern, sollte das über die Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg gehen? Wo, wenn nicht auf lokaler Ebene? Applaus
Zum respektvollen Umgang allerdings mit Fraktionen und ihren Ideen und Vorstellungen gehört allerdings auch der Umgang mit ihren Anträgen, das ureigenste Instrument von Stadträtinnen und Stadträten, von Fraktionen im Stadtrat, Anträge zu stellen. Wie wird damit umgegangen und welches Antragsmanagement gibt es? Ich denke, Anträge müssen zügig auf die Tagesordnung der zuständigen Ausschüsse, müssen nachvollziehbar bearbeitet werden und müssen schnell weiter bearbeitet werden. Verzögern, verschleppen, verweigern, wozu das denn? Das Handeln der Verwaltung mit der Oberbürgermeisterin an der Spitze muss immer wieder erklärt werden. Alle notwendigen Informationen müssen rechtzeitig geliefert werden und der Stadtrat mitgenommen werden. Der ehrenamtlich besetzte Stadtrat mit seiner hauptamtlichen Vorsitzenden ist ein Gremium. Und die Vorsitzende meines Erachtens entscheidend dafür verantwortlich, wie es in diesem Gremium funktioniert, wie es läuft und wie sich das Gremium und damit auch ein Teil der Stadt nach außen präsentiert. Stichwort Miteinander und Mitnehmen. Mehr mitnehmen im positiven Sinne und wertschätzen kann die Stadt auch das gesammelte Wissen, die Erfahrung der Expertinnen und Experten in Vereinen und Verbänden, der Geschäftsleute und der gesellschaftlich Engagierten. Ob das beispielsweise die Sportlerinnen sind und Sportler des Schwimmsportvereins, bei der Frage, wie kann die Zeit, während das Königsbad saniert wird, bestmöglich organisiert werden, oder ob es die große Gruppe der ehrenamtlich Kulturschaffenden sind, bei der Suche und Gestaltung eines Kulturzentrums Kolpinghaus, die Expertinnen und Experten des ADFC, die Spielplatzpatinnen und Paten, die Mitglieder des Seniorenbeirates, die ehrenamtlichen Kirchengemeinden, karitativen Verbänden, in den Vereinen mit ihrer wertvollen Jugendarbeit, die Musikerinnen und Musiker auf dem Annafest und viele, viele mehr. All denen, die kreativ, ernsthaft, tatkräftig und ehrlich am Leben und Gemeinwesen in unserer Stadt mitarbeiten wollen und die berechtigte Bedürfnisse und Anliegen haben, all denen möchte ich eine offene und verlässliche Gesprächspartnerin sein, auf Augenhöhe, und ich hoffe, dass mir das immer gelingt. Zum Schluss noch einmal die Frage von ganz am Anfang. Mit Blick auf die Bergtour hatte ich gefragt, wann ist die beste Zeit, genau dorthin zu gehen, dorthin aufzubrechen, die OB-Kandidatur anzugehen? Und die Antwort lautet jetzt. Jetzt natürlich. Jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es Zeit, in solcher mehr Verantwortung zu übernehmen, was es zu bewegen gilt, habe ich skizziert. Jetzt wird es Zeit, Zeit für uns. Wir wollen eine stärkere Kraft im Feuchheimer Stadtrat werden, denn nur eine starke grüne Fraktion kann auch besser für die Ideen werben, für die Veränderung werben, sich mehr Gehör verschaffen und mehr erreichen. Ganz konkret heißt das, ihr seid die Gruppe, das Team, das auf die Bergtour, zur Bergtour aufbricht. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Macht euch fertig, kandidiert für unsere Liste, für den Stadtrat. Lasst euch am 6. November aufstellen für diese Liste. Kommt mit auf diese Tour. Bereits heute Abend ein starkes Zeichen dafür, dass es losgeht. Denn jetzt ist die Zeit für eine neue Oberbürgermeisterin, für eine, die das Ganze im Blick hat, leidenschaftliche Kommunalpolitikerin aus Überzeugung ist, eine, die als Kandidatin der Feuchheimer Grünen ins Rennen geht und Oberbürgermeisterin für alle sein will. Miteinander meistern wir die aktuellen und die zukünftigen Herausforderungen für unsere Stadt. Danke euch fürs Zuhören. Sehr gerne beantworte ich jetzt eure Fragen und ich bitte euch um euer Vertrauen. Applaus